Da sind wir wieder zurück und ich guck mal gerade, ob wir einen neuen. Ob wir nochmal mit dem Autohändler vorbeischauen. Weil ich möchte mir eventuell nochmal ein zweites Auto kaufen. Wir haben jetzt etwas über 40.000. Vielleicht reicht es. Für ein neues Auto. Vielleicht reicht es. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Rennen heute fahren. Und dann gucken wir mal, was das betrifft. Also wir hüpfen gerade mal kurz rüber. Ist ja nicht weit. Geht ja schnell. So, einmal das. Und einmal kurz durchchecken, was wir hier haben. Einmal ein Plymouth Barracuda. Ah, ich gucke gerade nur mal rein, eben, was wir so haben. Beziehungsweise was kostet, was bestimmte Autos kosten. Wow. 8.000 für den BMW, für den Ferrari FXX Evo kostet 2,1 Millionen. Den gerade erst freigeschalteten Dodge Challenger kostet immerhin uns 72.000. Ja, die Frage, die sind eigentlich schnell verdient. Aber die ganzen anderen Fahrzeuge, die dahinter so kommen, was haben wir denn da überhaupt dahinter noch? Ford Mustang 65er, das ist ja das gleiche Auto, was wir gerade momentan fahren. Ford Mustang 69er Boss, okay. Die Frage ist, von wann ist denn der komplett, der neue Mustang freigeschaltet? Mustang Skyline, Chevrolet 17, Mustang GT 15, wird freigeschaltet auf Stufe 16. Den will ich ja unbedingt fahren. Okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt kosten. Der auf jeden Fall werden wir jetzt gleich als nächstes den hier holen. Den Dodge Challenger SRT 8 14, also aus dem Jahre 2014 ist der. Gut, dann fahren wir uns die Kohle zusammen dafür und dann holen wir uns vielleicht sogar schon Ende der Folge ein neues Auto. So, okay. Gucken wir mal rein, was wir noch so am Tagsrennen haben. Wir haben bestimmt noch ein paar Rennen offen. Was haben wir denn hier unten? Was ist denn das hier? Okay. Neue Autos oder was? Was haben wir hier? Ah, das ist der Smart hier. Das ist die Abholposition. Ah, cool. Auch hier ist wieder im Store verfügbar. Okay, muss man wahrscheinlich Geld bezahlen. Dann haben wir den Rivalen, den wir hier frei, den wir knacken könnten. Dann haben wir hier den. Okay, dann nehmen wir dieses Rennen hier mit und hüpfen mal ganz kurz in zur Schnellreise. Dann nehmen wir nämlich das Rennen mit, weil die 25.000. Wie gesagt, ich möchte gerne das Auto heute nach der Folge kaufen. Und mit Stufe 16 holen wir uns dann den Mustang. Bis dahin sollten wir eigentlich genug Geld verfügbar haben. Umso mehr Autos ich habe, umso besser ist es. Gerade im Hinblick auf den Lauf der Story. So. Hier sind noch ein paar Sachen. Boah, Alter. Na super. In dem Moment kommt mir genau der Kopf entgegen. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Mit dem habe ich einfach viel zu spät gesehen. Okay, der war relativ schnell weg. Das heißt, wir können das Rennen starten. Der heißt nämlich seltener Bär. Dann fahren wir mal rein. Jetzt sind wir 7 Gegner, also zu 18 mal. Und wir versuchen es natürlich heute zu rocken. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir am Ende der Folge das neue Auto haben.
Wir haben jetzt 41.000, mit dem Rennen haben wir 26 Leute dazu bekommen, dann haben wir 67, also ich denke mal, es könnte klappen. Ich werde den Mustang auch noch ein bisschen behalten. Sobald wir das dritte Auto dann übernommen haben, den neuen Mustang, werde ich den hier in Zahlung geben, damit man das Tuning ein bisschen bezahlen kann. Aber jetzt erstmal. Ich wie gesagt, Stufe 20. Dann kommen wir ja ein neues Auto. Dann fahren wir noch mit Stufe 20, denn dann kriegen wir den letzten Martin BB11. Und ich glaube, 30 kriegen wir den McLaren. Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal wieder nachgehen fahren. Das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Ab der morgigen Folge wahrscheinlich dann. Dass wir sagen. Wir fahren dann immer wieder ein paar Nachtrennen, damit wir ein bisschen auch ein bisschen Heat dazu bekommen, damit wir wieder mal ein bisschen Level aufstehen können. So schneller geht's dann. Aber momentan brauchen wir Geld für neue Autos. Also, es ist ein Rundkursrennen, drei Runden sind es insgesamt und der Abstand ist schon relativ groß. In der ersten Runde fast schon beim Kilometer. Mal gucken, ob wir tatsächlich schnell wir so alle kriegen. Aber so Runde bekommen alle. Weil da folgt ja gerade der zweite und der dritte erst. Ja, man merkt, dass der Mustang definitiv seine Power hat. Ich denke mal, das war so schon die richtige Wahl. Keinen vor uns, den wir jetzt irgendwie in die Richtung mal berunden könnte. Wir sind jetzt bei gleich in der letzten Runde. Abstand mittlerweile bei 2 Kilometern. Aber es kann sein, dass die alle aufeinander kleben. Ja, es geht. Ja, es wird. Ja, doch, 1 Kilometer schon. 1 Kilometer Minimum. Steht hier vorne irgendwo, der müsste jetzt eigentlich auftauchen. Da vorne ist er doch. Das ist wieder der kleine Golf, der. Ah, da vorne ist noch einer. Und direkt der nächste davor. Das ist der 7. Das hier ist der Honda. Die Frage ist, ob das jetzt schon die 3. Ne, jetzt sind sie nicht komplett. Naja, fast auf Augenhöhe mit dem Zweitplatz hier. Den hätten wir fast überrundet komplett. Das Feld hat man einmal komplett aufgeräumt gerade. Und einen Meter mehr hat was gehabt. Und dafür nehmen wir 26.000 mit. Wie gesagt, und die stecken wir dann irgendwann in eine. Die sind gerade mal bei 70%, also die hatten mal. Ja, gut. Ich habe über 200, die haben 134. Dann haben wir als nächstes da oben noch ein Rennen mit auch nochmal ohne. Mit so viel Kohle. Das heißt, die nehmen wir auch ohne. Ich mache nur kurz die Schnellreise, damit das ein bisschen was schneller geht zu der Strecke.
Dann wirst du drei Spieler besiegt. Oh, okay. Also im Showdown werden wir wahrscheinlich ein bisschen was brauchen, bis wir den irgendwann mal fahren, also... So, da haben wir noch mal das Rundkursrennen, das heißt Streamliner. Und danach holen wir uns neues Auto. Mal kurz das Feld in da hoch und runter. Und tschüss. Ah, der Muster macht schon extrem viel Spaß, muss man sagen. Einmal kurz das Parkhäuser weggeräumt hier. So. Ich versuche mich jetzt gerade abzusetzen. Noch klappt es nicht ganz so recht, aber... keine Cops. Der eine, der war relativ zeitnah weg und zügig weg. Ich fahre gerade mit 440 durch die Stadt. Nein, 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 kein Checkpoint verpasst. Scheiße, ich muss jetzt wieder zurück. Natürlich verlieren wir jetzt gerade ein bisschen den Vorsprung. Das kostet gerade Zeit ohne Ende. Oder was? Oder so eine Querstraße? Kann das eine Querstraße wahr sein? Aber ist egal. So, jetzt Hälfte haben wir. Die Hälfte haben wir. Wir sind jetzt schon in der letzten Runde wieder. Soll ich natürlich den Fehler nicht mehr wieder machen? Ja, diesmal habe ich noch nicht gemacht.
Prinzip. Oh, wir müssen gerade ein bisschen aufpassen wegen dem Dings, ne? Wegen dem Schaden. Das sehe ich gerade unten. Da hat er sich aber auch ganz schön da vorgestellt, der Kleine. Weil das Auto hört sich deswegen auch so komisch an, weil der quietscht so komisch, weil der hat ein bisschen schwer, weil er gerade angeschlagen ist. Aber das kann man ja ganz, ganz schnell ändern, indem man einfach mal durch die Tankstelle fährt. Ja, und hätte ich den Fehler da drin vorher nicht eingebaut, denn weil wir den Checkpoint verpasst haben, dann ist er komplett überrundet. Und die nehmen wir mit, die Zeit. 5 Minuten haben wir gebraucht, knapp. Aber wie gesagt, da war auch der Fehler in der 2. Runde drin. Da habe ich den Checkpoint verpasst, musste wieder zurück, dann mehrere Drifts. Also, ja, passt aber. Und jetzt haben wir auch nicht viel verloren. Nur ein Rennen haben wir, glaube ich, irgendwie mal verloren. Aber das lag auch daran, dass die Cops uns ein bisschen... Naja. Und da ein bisschen auf den Sack gegangen sind. So, okay. Ich habe ja gesagt, wir wollen zum Autohändler mal hüpfen. Ich muss auch gerade gucken, wo er ist. Ob der Hyundai noch irgendwo ist. Nö, aber ist ja auch nicht tragisch. Wir haben jetzt 93.000. Für das Geld kann man nochmal was tun. So, einmal hoch zum Autohändler. Und ich meine, wir hätten auch genug Kohle noch, um... Und den Mustermeter zu tun, das weiß ich, wir brauchen eigentlich nicht, weil wir die Stärken haben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Geld investieren, um das neue Auto zu tun. Gucken wir mal, was wir so haben. Oder was wir so haben wollen. Ja, ich habe ja eigentlich hier überlegt, den hier zu holen. Ach, wisst ihr was? Den machen wir auch. Holen wir uns den Dodge Challenger SRT 8 aus dem Jahre 2014. Herzlich willkommen in der Familie. Jawohl. So, dann gehen wir kurz hoch, dann wieder in die Garage. Weil wir wollen noch tunen. Zumindest mal erstmal, ganz wichtig, die Leistung. Und zwar wir dann in die Optik gehen. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt noch ein zweites Auto habe. Da hat wohl jemand Geld verdient. Richtig. Wir können also direkt einbauen. Eingebaut, okay. Kann ich verkaufen? Ja. Okay, ich dachte, mich hätte jetzt. Ach, leg mich doch im Sack. Ernsthaft, habe ich das jetzt gar nicht neu gekauft? Kann ich das jetzt. Okay. Ich dachte mir, ich hätte das ein bisschen mehr. Auf Stufe 11 kriegen wir ein paar neue Autos. So, ich versuche jetzt gerade das Drift-Fahrwerk rauszunehmen. Ich nehme jetzt wieder ein etwas anderes Fahrwerk rein. Und fahren wir mal das Rallye-Fahrwerk, Streckenfahrwerk. Hauen wir das Streckenfahrwerk für rein. So, drin. Also, alles jetzt ab der nächsten Stufe, okay.
sind wir knapp drunter unter dem Wert des Mustang. So, Tönung, runter damit. Brauchen wir nämlich nicht. Ah, mir fehlt aber die Tuning, das ist besser da vorne. Mit. Nehmen wir die mit. Speed Hunters. Die mit. Auch da nehmen wir es mit. Ja, gucken wir dann in Ruhe, wenn wir. Weil jetzt haben wir nämlich keine, immer noch genau $2. Das heißt, wir müssen wieder noch neue Rennen fahren. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge und dann. Warte mal, kann ich das jetzt runter machen? Über die Stance-Abstimmung. Ah, das sieht scheiße aus. So. Änderung speichern. So. Gut. Oder kann man das. Warte mal, verdammt. Rein damit. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Kohle verdienen. Weil wir brauchen ein bisschen Optik-Tuning vor allen Dingen.